Schön, dass du da bist. Ich möchte gerne einen inneren Impuls jetzt folgen, beziehungsweise ich folge ihm jetzt. Und zwar, es geht um das große Thema, die richtige Wahl, beziehungsweise die richtige, unter Anführungszeichen, Entscheidung treffen. Und warum? Heute so schwer, warum ziehen sich manche Entscheidungsprozesse dermaßen in die Länge? Und das ist meistens ein Leidensweg. Warum? Weil man nimmer mehr wirklich bei dem jetzigen Weg ist, wie immer der benannt wird, aber noch nicht im neuen. Es ist so zwischen Position, eine Position dazwischen. Eben nicht mehr in dem, wo man jetzt ist und noch nicht dort, wo man vielleicht gern sein möchte. Warum ist das so? Das möchte ich als erstes beleuchten. Es ist ganz stark da, dass man da hinschauen darf, kann, soll. Bei jeder Situation gibt es je nach Betrachtungsweise mehrere Seiten der Medaille. Nicht nur zwei Seiten, sondern wahrscheinlich unendlich viele Seiten. Je nach Betrachtungsweise. Also unter Anführungszeichen positive Seiten und unter Anführungszeichen negative Seiten, die sich aber für jemand anderen ganz anders darstellen können. Ja? Das ist wirklich eine ganz persönliche Betrachtungsweise. Und das ist ja in Ordnung, weil das ist ja deine Wahl oder meine Wahl oder unsere Wahl. Ja? So. Anscheinend überwiegt im Moment bei dir in deiner jetzigen Situation oder mit deiner jetzigen Einstellung das Negative, das Belastende. Sonst ging es ja gar nicht um eine Entscheidung für eventuell etwas Neues, jemand Neuen, einen neuen Weg, einen neuen Glaubenssatz und so weiter. Kannst du voll alles umlegen. Also der Leidensdruck, der steigert sich bei dir gerade. Und es steht zur Debatte innerlich und da vielleicht auch äußerlich, eine Wahl zu treffen zu etwas anderem. Was hindert dich jetzt dran, einfach zu sagen, okay, dann mache ich es halt anders? Das ist, weil es bei diesem neuen Weg, bei diesem neuen Menschen, bei dieser neuen Betrachtungsweise erstens einmal um Veränderung geht. Und das löst meistens Ängste aus, weil Unsicherheit sich breit macht, weil man in dem Neuen ja noch gar nicht drinnen ist. Es muss ja erst betreten werden. Daher ist es unsicheres Terrain fürs Energiefeld. Das ist ganz normal. Eine Übergangsphase ist immer unsicher. Und ja. Das hat eben nichts mit Sicherheit zu tun, außer es gibt schon eine Möglichkeit. Man festigt in diesen Phasen ganz besonders die Sicherheit in sich selbst. Aber nicht indem, dass dieses Neue mit Sicherheit den gewünschten Erfolg bringt. In welcher Hinsicht auch immer, weil das weiß man einfach vorher nicht. Man ist diesen Weg noch nicht gegangen. So.
Und da ist schon mal die erste Geschichte, ja. Also dadurch ist sehr oft Verzögerung da, eben Zurückschrecken vor dieser, weil es eben so unsicher ist, ja. Wenn man nicht weiß, was bringt der neue Weg oder das Leben mit einem neuen Menschen oder wenn du in einer Beziehung bist, dass du sagst, okay, wenn ich mich trenne, dann bin ich Single. Aber wer weiß, wie es mir da geht? Ja. Oder dass du einen Job wechselst. Wer weiß, ob dieser Job, ob du erfüllter bist auf Dauer. Oder wenn du deine Einstellung änderst, ändert sich womöglich dein ganzes Leben, steht alles am Kopf. Ja, das haben Veränderungen so an sich, dass sie anders sind, dass der Weg anders ist. Und jetzt ist so, dass da schon mal so diese erste Verzögerung meist reinkommt. Ja, das ist okay, ich werde mir überlegen, ja, reinspüren. Ist ja in Ordnung, ja. Es soll für dich auch der richtige Zeitpunkt sein, ganz wichtig, der stimmige Zeitpunkt. Dass du dich selbst nicht überholst, dass du dir, das ist wirklich im Sinne der Liebe, jene Geduld mit dir hast, die es einfach braucht für einen inneren Entscheidungsprozess. Da ist aber jetzt die Rede davon, weißt du, wann es so knatscht und hakt und einfach, wenn man einfach merkt, okay, jetzt behindere ich mich da selbst. Jetzt fängt es an, wo ich sage, okay, jetzt zahlt es sich schon unnötig lang in die Länge eben und jetzt ist der Leidensdruck, der wird immer höher und die Befreiung bringt eigentlich ausschließlich die Wahl. Ja, von so einer Energie und Situation ist da jetzt die Sprache, ja. So, und die neue Situation, die hast du sicher sehr gut durchdacht und beleuchtet und die eingespürt. Und diese neue Situation, die beinhaltet sicher reizvolle Komponenten, wie ist das gemeint, reizvoll? Ja, eben anders als jetzt. Also das heißt, dass du meinst, dass einfach gewisse herausfordernde und belastende Komponenten wegfallen in der neuen Wahlmöglichkeit. Und dann sind aber da Faktoren, wo du sagst, ja, aber der neue Weg beinhaltet auch Herausforderungen oder Komponenten oder Facetten, wo ich so, was nicht. Das und das ist ja vielleicht auch nicht so angenehm bei diesem neuen Weg. Und dann gibt es auch noch einen Punkt, und zwar diese große Unbekannte, nämlich ob beim neuen Weg sich Erfolg unter Anführungszeichen, was auch immer du unter Erfolg verstehst, einstellt. Denn den alten Weg, also die jetzige Position, die kennst du. Du kennst die Herausforderungen, du kennst einfach die ganze Situation, auch wenn sie noch so herausfordernd ist, du kennst sie. Und so seltsam das vielleicht klingt, aber dem System gibt es Sicherheit. Deshalb ist es so, dass sehr viele Menschen in einer sehr leidvollen Situation bleiben, obwohl sie sich jederzeit verändern könnten. So. Das, was vielleicht hilfreich ist für dich, wenn du wirklich sagst, jetzt, wo du das hörst, die Entscheidung ist wirklich notwendig. Not-wendig. Es ist mittlerweile wirklich eine Not
zur Wende. Und dennoch ist es so in dir, dass du zögerst. Verzeihung. Dann wäre es vielleicht hilfreich, so ist es jetzt im Word, wenn du dass dieser Übergang von deiner jetzigen Situation, so leidvoll sie auch immer ist, zur neuen Situation, zur neuen, zu dem neuen eben, unsicher ist, wackelig sich anfühlt, dass das normal ist, dass das auch nicht zu vermeiden ist. Das ist bei einem Übergang so. Und je mehr du das annimmst in dir und sagst, ja, das ist so, dass sich das komisch anfühlt, unsicher anfühlt, dass in mir so alles wackelt, dass ich innerlich zitter, dass Ängste hochkommen, das ist ganz normal. Vielleicht ist es so, dass dann diese Hemmung ein bisschen sie lockert, dass sie ganz normal ist. Und vielleicht unterstützt ihr dabei, das kommt jetzt gerade so durch, so vergangene Situationen, ja, wo du schon mal vor Entscheidungen gestanden bist. Jeder Mensch steht vor Entscheidungen und hat schon neue Wege gewählt. Sehr, sehr, sehr oft in seinem Leben. Ja? Und hol dir so eine Situation her und erinnere dich, wie unsicher du am Anfang warst. Okay? Und wie du dann durchgegangen bist, ja? Und das Neue dann gelebt hast, dass sich das dann auch mit der Zeit sicherer angefühlt hat. Auch wenn am Anfang alles neu war. Also, das ist immer das Erste, was so ganz stark da ist. Und das Zweite ist, dass du dir diese neue Auswahlmöglichkeit hernimmst. Also nehmen wir mal als Beispiel, ich nehme jetzt einfach ein Beispiel, ja. Angenommen, du bist in einer Partnerschaft, du magst dich gern trennen. Und du warst da schon öfter in deinem Leben Single, ja? Also dir ist das bekannt, wie das ist, und du weißt da, du kommst zurecht und ja. Und der jetzige Partnerschaft ist eben aus verschiedensten Gründen nicht erfüllend oder nicht mehr erfüllend. Also egal aus welchem Grund, du hast einfach in dir dieses Bedürfnis, dich zu trennen, ja? Und diese Übergangsphase, das habe ich gerade angesprochen. Und dann gibt es eben dieses, wo du sagst, ja, ich weiß, als Single, da habe ich die und die Vorteile, wo ich jetzt eben eher Herausforderungen sind. Und dann gibt es aber so Komponenten, wo du sagst, ja, ich weiß, wann ich Single bin, dann gibt es die und die Herausforderung. Ja, das ist jetzt nicht. Also in dem Kuchen sind ja nicht nur die süßen Seiten dran, sondern da sind auch, ist die andere Seite der Medaille. So. Und das ist bei allen Entscheidungsmöglichkeiten so. Und dann gilt es, denn für diese Entscheidung und für diese Wahl, für eine saubere Wahl, braucht es ein absolutes Ja. Nicht ein halbes Ja, das geht nach hinten los. Ja? Sondern ein absolutes Ja, ich will, und im Idealfall ja, ich bin mir auch bewusst der positiven Seiten, also ganz individuell für dich, weil was für dich positiv ist, kann für jemand anderen überhaupt nicht stimmig sein, und ich bin mir bewusst der herausfordernden Aspekte. Das heißt, hilfreich ist, dass du dieses Neue hier nimmst, anschaust, das, was du dir halt anschauen kannst, weil es gibt diesen Unsicherheitsfaktor, den gibt es immer dabei, ja. Und du sagst, okay, ich nehme an oder ich vermute oder ich weiß, dass die und die und die Komponenten
herausfordernd sind. Vielleicht gibt es da Mittel und Wege, damit umzugehen. Oder vielleicht sind es für die überhaupt nicht so herausfordernd. Das kann auch sein. Aber sie auf alle Fälle mal anzuschauen, also dir quasi den ganzen Kuchen anzuschauen. Den ganzen. Und den ganzen Kuchen, also ich sage jetzt Kuchen, ja, anzunehmen. Auch die Unsicherheiten mit der dir innewohnenden Freiheit, dass du auch wieder neu wählen kannst. Ja, ich meine, es kommt auf die Entscheidungen an, ja, aber gibt es ja unterschiedliche Dimensionen. Aber du kannst innerlich immer neue Einstellungen wählen, zum Beispiel. Das ist sehr hilfreich. Es braucht ein absolutes Ja, damit überhaupt dieser neue Weg erfüllend für dich sein kann. Das ist der Punkt. Es gibt Menschen, die entscheiden sich halb. Ja, also sie wageln quasi so in diesen neuen Weg rein und dann passiert die Herausforderung und die und dann, ja, gewusst, es war verkehrt und so. Und wenn du dir mit vollem Herzen entscheidest und sagst, ja, ich weiß, es gibt vielleicht die Herausforderung und die, und es gibt ja nur Unbekannte etc., aber trotzdem mein Herz sagt eindeutig, ja, ich will. Dann hast du eine ganz andere Basis bei dem neuen Weg. Du stellst dich dann auch den Herausforderungen am neuen Weg ganz anders. Weißt du? Und damit ist eine Bereicherung auf diesem neuen Weg, neue Lebenseinstellung, neuer Partner, neuer Beziehungsstatus, ja, neuer Wohnraum, neuer Beruf, ja, oder Kinderwunsch, ja, nein, es gibt ja Haustiere, ja. Mag ihr Haustier zu mir nehmen oder nicht, oder ja. Aber damit ist die Basis von dir her bestmöglichst gegeben, mit einem absoluten Ja. Und zwar voller Eigenverantwortung. Und vor dieser Eigenverantwortung drücken sie sehr viele Menschen. Da ist die Angst, es könnte ja sein, dass ich es nachher bereue. Und wenn aber absolutes Ja da ist, dann gibt es kein Bereuen. Weil du spürst, es ist stimmig. Und ja, das braucht mitunter Zeit. Nimm dir diese Zeit. Spür dir rein in dieses Neue. Das geht energetisch, ja. Du kannst jederzeit in diese andere Frequenz hinein beamen sozusagen. Und es gibt auch noch die Möglichkeit, dass du dich für etwas entschieden hast. Angenommen, du bist Single und du möchtest gerne wieder eine Partnerschaft. Und du tust aus deiner Sicht alles Mögliche dafür, dass du jemanden neuen kennenlernst. Dass du an deinen inneren Themen arbeitest. Alles Mögliche, ja, aufarbeitest und so weiter. Und du hast den Eindruck, ja, oder den Eindruck, du lernst einfach niemanden kennen, der harmoniert, der passt, ja. Da können zwei verschiedene Dinge sein und das solltest du berücksichtigen, ja. Das kann auch bei der Jobsuche übrigens sein, ja. Du tust alles dafür, du reagierst dafür,
Annoncen und dort und redest mit was Gott wie viele Menschen, dass du einen Job suchst und so weiter, ja. Dann kann es sein, zwei Möglichkeiten, so spüre ich das. Entweder laufen unbewusst Programme, Glaubensmuster ab, unbewusst, ja. Weil bewusst sagst du, ja, ich will diesen neuen Weg. Ja, ich will einen Job finden. Ja, ich möchte eine Partnerschaft. Ja, nur jetzt als Beispiel. Laufen unbewusst Programme ab, die dich davon abhalten. Also diese jetzige Situation noch für lukrativer, für gewinnbringender halten. Unbewusst, wie gesagt. Und das kann und sollte gelöst werden, ja. Es kann aber auch noch was anderes sein. Und zwar, dass einfach nicht der richtige Zeitpunkt ist. Das heißt, dass es gar nicht in deinen Händen liegt. Es gibt eine höhere Instanz. Davon bin ich überzeugt. Das ist einfach meine Erfahrung. Gell? Ich habe es einfach so erlebt, ja. Dass es Situationen gibt, da kann man tun und machen, was man möchte. Und es gibt dann einfach einen richtigen Zeitpunkt. Was ist der richtige Zeitpunkt? Ja, vielleicht, wenn du an Seelenplan glaubst, dann ist es das. Oder dass einfach gewisse Zeitfrequenzen nötig sind, um eine Pflanze aufblühen zu lassen, ja. Also, wie wenn du ein Blumenbeet pflanzt und manche Blumen brauchen so lang und manche so lang, bis sie erblühen und manche brauchen ein paar Saisonen, bis sie so wirklich aufblühen. Und da nutzt nichts, wenn du dran zerrst und ziehst und du machst dann nichts verkehrt. Es braucht einfach seine Zeit. Und das auch darin zu sehen, ja, wenn dann einfach eine Entscheidung, die du in dir getroffen hast und aus deiner Sicht alles dafür tust, dass es verwirklicht wird und es klappt und klappt und klappt nicht, dass du weißt, dass alles, was du tust, Auswirkungen hat, gesehen wird und dass vielleicht das Wachstum bereits begonnen hat, nur die Blüte. Die ist jetzt noch nicht da, aber vielleicht ist sie morgen schon da, ja? Es ist nichts umsonst, wenn du den Weg der Bewusstheit gehst. Alles wirkt, alles. Und Zweifel, wenn du an deiner Fähigkeit zweifelst, dann bist du sozusagen selbst die Bremse, ja? Wenn du in die Einstellung gehst, dass du weißt, dass alles das, was du tust, und damit meine ich auch innere Bewusstseinsarbeit, ja, dass das alles wirkt. Alles. Dass du das weißt. Dann bleibst du in einer inneren Gelassenheit, in einem inneren Vertrauen, denn du weißt, dass alles, was du bewirkst, Auswirkungen hat und nicht irgendeine Auswirkung, sondern jene Auswirkung, die du machst, ja. Also, wenn du einen Rosenstock pflanzt, dann werden nur Rosen rauskommen, ja? Zum richtigen Zeitpunkt. Aber wenn du weißt, du hast den besten Dünger verwendet, die beste Erde, du sprichst mit den Pflanzen, dann kann da nur, wenn es denn sein soll, wenn es wirklich im Plan ist, das zu berücksichtigen, ein wunderschöner Rosenstock draus werden. Es kann sein, dass er länger zum Wachsen braucht, ja. Aber es werden Rosen draus entstehen.
Und wenn du sagst, ja, aber was ist, wenn der Rosenstock nicht aufgeht? Wenn sich da gar nichts rührt? Gar nichts. Tja, dann ist es vielleicht eine Möglichkeit zu schauen, ob der Rosenstock, symbolisch gemeint, den du so willst, vielleicht deinem Naturell gar nicht entspricht, sondern vielleicht die Margeriten, dass du meinst, der Rosenstock, weil den alle haben und so toll und den hat man halt, ja, symbolisch gesprochen. Nur es ist nicht deins. Es entspricht dir nicht und es ist zu deinem Besten. Vielleicht, wenn diese Idee und diese Wahl nicht aufgeht. Die richtige Wahl, die wird aufgehen in seiner Zeit, in ihrer Zeit, ganz automatisch, wenn es dir entspricht. Ja, und es ist so, dass wir ja alle Menschen sind und natürlich haben wir alle Wünsche und wir hätten das gern und das gern und das. Und dort legen wir sehr viel Kraft rein und da und dann zweifelt man wieder und dann überlegt man wieder. Es ist alles menschlich. Manchmal wehren sie Menschen gegen das Gute. Weil sie sich einfach was ganz anderes vorgestellt haben. Also für das Gute meine ich für das Stimmige. Für das, was eigentlich ihrer Natur entspräche. Das Thema ist sehr umfangreich, merke ich gerade. Vielleicht haben dir diese Inspirationen, diese. Das, was ich durchgekriegt habe oder aus eigenen Erfahrungen gesprochen habe, das mischt sich da oft, ja. Die ein bisschen inspiriert und vielleicht da, so hoffe ich, ermutigt, Entscheidungen zu treffen. Ja, das hoffe ich sehr. Viel Segen für dich, Stella.